Oh, honeybee, you're here. Of course I am, Grandma. For a moment, I thought you were Robert coming to collect me. I felt a warm breeze. Yes, we turn the seasons. That's all. Still a skeptic, I see. But there is still so much you haven't seen. Still so much to learn. And do. Oh, I've done my best to take care of Violet since her mother disappeared. Don't worry. I promise I'll be here for her. I know you will, sweetheart. You're going to do great. I'm proud of you. I'm so glad you came back to see me. Me too. I just wish we had more time. We had time enough. You've learned how to run the farm. I'll take good care of it for you. And I know you can bring the community and the coven together. Promise me. You'll remember everything I've taught you. I promise. You will be a marvelous witch. I can already see your powers blooming. It's time for me to rest. Take care, my beautiful little honeybee. I love you. Goodbye, Grandma Hazel. I'll take up your mantle and protect the town. You can rest now. Today, we say goodbye to one of this town's finest citizens, Hazel Wild. Her dear friend Lena is going to say a few words. Hazel was my mentor. Yes, but she was more than that. She was always giving advice, a bowl of soup, a basket of fresh eggs. She never, ever gave up on those she loved. And she loved this island more than anything. And now she's given us Terra. Oh, we are so glad you're here. It means Hazel hasn't really left us. Thanks, Lena. Hello. You're Hazel's granddaughter? I'm Wesley. I've never seen you around before. Oh, I don't live in Fairhaven. Oh, I see. So you came over on the ferry from Milkwater. Well, thanks for taking the time to come all that way. Of course. I wanted to come pay my respects. Hazel was a wonderful friend. Oh, and I have this for you. I run a rare bookshop, you see. Hazel had me fix the binding on this old family heirloom. I know she would have wanted you to have it. Oh. Thank you so much. Well, I should go. Nice to meet you, Terra. Nice to meet you, too. Wait. That's not the way to the ferry. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Spätestens jetzt weiß ich, was damit gemeint war. Ich habe ja so Kommentare auch mal zwischendurch gelesen, dass, ja, das doch eine sehr traurige Reise unter anderem nimmt hier. Und es hat aber auch was Gutes, muss man dazu sagen. Ich meine, zum einen, jedes Ende bereitet nur den Weg für einen neuen Anfang. Und zum anderen, der neue Anfang in dem Fall, neben mir natürlich, die das Ganze dann da macht, könnte jetzt derjenige sein, der gerade da war. Nämlich, das ist der Werwolf, von dem ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen habe. Und ich bin ehrlich gesagt auch total aufgeregt, wann ich den denn vielleicht irgendwann mal daten kann. Also, ich muss sagen, süßer finde ich den Typen oben rechts, da mit seinen rosa Schüchchen. Aber alleine schon diese Tatsache, dass es halt ein Werwolf ist, das passt so wie die Faust aufs Auge. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden jetzt natürlich mit den Leuten, die jetzt noch hier sind und sich sicher an Hazel erinnern möchten. I just can't believe Hazel's really gone. Since my dad moved away for work, things got lonely. Hazel was there for us. She made me feel like everything was going to be okay. I wish I could have done more to help her. If only we had more time. There's nothing anyone could have done. Don't blame yourself. It's
take care of yourself. There are people here who will help you. We need to stick together. Thanks. Yeah. Look, I'm really sorry to hear about Hazel. This is a tough deal. Thanks. I'm not great at these situations. Let me know when you're feeling better. Okay, das waren jetzt wirklich nicht ganz so die richtigen Worte. Hazel was a special lady and one heck of a good baker. Ugh, I'm gonna miss her. She would have wanted me to make sure that you're well fed, so... Here, try some of this. Thanks, Angus. I am grateful that Hazel was still her same fiery self right until the end. My father isn't so fortunate. Oh, Tara, I'm so sorry. How stupid of me. I can't imagine how you must feel. It's okay. I'll miss her. She was a wonderful mentor and a steadfast friend. Sorry about your Graham. My dad said those we've lost never really leave us. I don't think it's true, though. He feels pretty gone to me. Aber es ist richtig. Hazel was a true friend and a darn good steward of her land. I'll miss her. Was denn nichts wie, aber du wirst das genauso gut machen. Na danke. Hi, I've been meaning to stop by, but I didn't want to intrude. Oh, my heart goes out to you. Hazel was a truly decent person. Strong, too. I see a lot of her in you. Thanks. Made you something? Of course, I'm not much of a cook, but I can keep a fire lit under a pot at least. Aber ich finde es ja schon bezeichnend, wie sie jetzt hier mit ihren Arbeitsklamotten rumläuft, mitten auf einer Beerdigung. I only knew your abuela a short while, but she was a lovely person. I'm so sorry. Thanks. Look, honey, if you have an heirloom you want me to adjust for you, I'm happy to do it, free of charge. Kostenlos ist immer gut. Vielen Dank. Da hinten steht jemand so außerhalb. My mom told me about your grandma. I'm sorry. You must be really sad, huh? Yes, but I'll be okay. I have an idea to cheer you up. Wanna come help me and Emmy pull a prank on Messenger Cameron later? We're gonna super glue all of his books of the mind to the chairs! Thanks, but no thanks. I think I'll sit this one out. That's too bad. Promise not to tell on us? Oh, don't worry. This conversation never happened. Look, Tara. I'm real sorry about Hazel. She was a special lady. I'll be sure to raise a glass to her at the bar. Hauptsache saufen, war ja klar. Hazel was ready. She knew it was her time. But it's still all right to be upset and to mourn her. You deserve that space for yourself. I'm sorry about your grandma. My grandpa's gone too. Well, not gone, but he's at Harmony Acres. It's this place in Milkwater for old folks who can't remember anymore. I don't like going that much. I don't blame you. That sounds hard. Yeah, but at least we get to take the ferry over. I love taking the ferry. Ja, immer das Gute dabei sehen. In times of loss, it could be tempting to wallow in grief, but I don't think that's what your grandmother would have wanted for you. I can't believe I'm saying this, but that is a really good point. Come by the Consciousness Center anytime. We're here to help. Nein, danke. Mit dir hatte ich jetzt schon gesprochen, oder? Ja, mit dir hatte ich schon gesprochen, mit denen noch nicht. My deepest sympathies for the loss of your grandmother. Thank you. I don't think she ever voted for me.
But that's not what matters now. You no doubt have a lot on your mind, but I need to tell you that your grandmother left everything to you. The farm, the house, all of her possessions are yours now. She did? Thanks for letting me know. I know you're still processing these sorrowful events, but I fervently hope that you will decide to stay. Es war doch eigentlich logisch, dass die ihr alles vermacht. Ich bin übrigens am Überlegen, bei der Szene in der letzten Folge, die letzte Szene, dieser weiße, verkleidete, magische Typ, sag ich mal, oder vielleicht auch eine Frau, ich weiß es ja nicht, ob das sie war oder ob das vielleicht sogar er gewesen sein konnte. Also irgendwie, ich weiß nicht, weil die beiden scheinen ja irgendwie was gegen den Zirkel zu haben oder so, habe ich so das Gefühl. Oder es ist eine komplett andere Person, das kann natürlich auch sein. I know what it's like to lose someone you were close to. A kind word would have meant a great deal to me then. You have my sympathies. Thanks, Vanessa. Ja, die war auch überraschend ehrlich traurig. Die ist ja eher so die Gefühlslose, so wie ich sie kenne, aber und irgendwie arrogant, so guckst du zumindest immer drein, aber die war doch sehr offenkundig traurig eben. Hey, this might be like weird or whatever, but Julianne and I, we're part of a grief group. It's for kids, but you can come if you want. I don't think anyone would care. Okay. I didn't really know Hazel, but I can tell from the way people speak about her that she was special. Thanks. She was. Have you had anything to eat today? Would you like something to take home? That's so thoughtful of you, Kim. I really appreciate it. Ja, habe ich denn auch was bekommen? Ich habe jetzt gar nicht... Stand oben rechts was drin? Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen. Hey, I'm seriously bummed on your behalf. This is just really heavy, brah. Thanks, Kai. Today, when I paddle out, I'm gonna catch a bomb. Just for Hazel. I'm sure that would have meant a lot to her. Naja, sagen wir mal, sie hätte sich zumindest darüber gefreut. Hier hinten ist ja... Ich wollte nur mal gucken, ob man hier hinten irgendwas pflücken kann oder so. Aber nee, das kann man auch nicht. Kann man die eigentlich fällen? Nee, auch nicht. Können wir da einbrechen? Nee, ne? Schade. Weil das Tor gerade so schön aufgegangen ist. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Willst du mich jetzt... Oh. Ja, ich weiß. Karma und so... Da will man einmal gucken, ob man da vielleicht einbrechen kann und schon hängt man da drin und kommt nicht mehr weiter. Kann man hier vielleicht nochmal... Oh, da steht noch einer. My own grandma helped raise me while my parents were working night shifts in the city. I miss her every day. My heart goes out to you. Thank you. And sorry about your grandma. Cameron says we just have to work to live up to their hopes for us. I'll try. Ja, aber wir können ja anscheinend nichts machen. Ich dachte, vielleicht kann man da noch mal eine kurze Sequenz sehen oder sowas. Also ich denke, dass das ihr Grab ist. Wenn sie so... Ja, das sieht so neu aus und alles jetzt gerade. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so im Kopf, wo die jetzt alle gestanden haben. Ja, ich habe auch schon fast vergessen, was wir jetzt eigentlich in dieser Folge so machen wollten. Auf jeden Fall müssen wir noch darauf warten. Gehe heim zum Farmhaus und bereite dich auf die kommende Jahreszeit vor. Okay. Parker baut deinen Stall. In ein paar Tagen müsste er fertig sein. Ja gut, das mit dem Werkzeugschuppen, das wurde wieder rausgeworfen, das ist normal. In ein paar Tagen. Ach so, nicht in einen Tag diesmal. Und ich soll nach Hause gehen. Naja gut, hier kann ich ja nicht allzu viel machen. Ich würde zwar in den Wald, obwohl wir sind ja gerade am Wald, ne? Würde ich normalerweise nochmal kurz in den Wald gehen und gucken, ob ich da noch irgendwas einsammeln kann. Hm, ich gucke mal, da haben wir sogar noch Pilze, die wir einsammeln können. Was verfolgt der mich denn jetzt hier? Oh nein, ein irrer Stalker. Mit dir habe ich gar nicht gesprochen. Shelby, du warst gar nicht da, oder?
Your grandma knew you would come back to take care of her in the end. She did? Well, yeah. I told her. I don't get it. Nah, you sure don't. Doch, ich hab's verstanden. Mit ihm haben wir aber schon gesprochen. Können wir nochmal mit ihm sprechen, weil er jetzt hier steht? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, der zieht sich ja auch gerne mal in den Wald zurück. Das ist mir auch schon aufgefallen. Im Übrigen, das sind definitiv die Klamotten von zuletzt. Also ich denke tatsächlich, dass die nicht gewechselt werden. So, das heißt, im Wald haben wir jetzt auch nichts mehr zu tun. Na gut, da oben brauchen wir gar nicht erst hinzugehen. Ich war gerade überlegen, aber das ist ja immer offen. Nicht nur jetzt. Ja, der Wechsel der Jahreszeiten war in der letzten Folge. Und diese Folge fängt dann mit einem so traurigen Ereignis an. Moment, mit ihr haben wir noch nicht gesprochen, oder? Doch, Moment, mit ihr haben wir ganz am Anfang gesprochen. Ja, doch, okay. Jetzt laufen die hier alle mit total traurigen Gesichtern rum, wenn sie mich sehen. Holz. Holz könnte ich, das kann ich ja jederzeit holen. Kann ich für dich? Kein Thema, Parker. So, endlich konnte ich hier mal was machen, was hier drin ist. Okay. So, habe ich mit dem, doch, mit dem Bäcker habe ich auch gesprochen, ne? Jetzt gehen ja auch wieder alle zur Arbeit, ja. Die waren nur wegen der Beerdigung da. Dann schauen wir hier nochmal, ob wir hier noch was einsammeln können. Und theoretischerweise müsste mein Kompost fertig sein, ne? Da ist noch was. Sehr schön. Da war übrigens auch was. Das habe ich jetzt tatsächlich mal übersehen. Ich würde sagen, dass ich in dieser Runde auch noch ein bisschen angeln werde. Das muss ich ja nicht unbedingt durchgehend jetzt machen. Also nicht durchgehend, nicht unbedingt aufnehmen für euch. Je nachdem, wie viel jetzt noch kommt. Kitty müssen wir auch noch schnell begrüßen. Kitty vermisst auch Hazel, oder? Hm, come here. Kitty? Ja. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Also das Herz ist rosa und halb. Wenn wir ihr jetzt einen Kaulbarsch geben. Wie sieht das Herz gleich aus? You still liked that, didn't you, Kitty? Ja, hat überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Okay, na gut. Ist hier oben doch, da ist noch eine Blume. Das ist aber eine neue Blume, oder? Eine Mondblume, die hatten wir vorher, meine ich, aber noch nicht. Heißt das, weil Hazel jetzt gestorben ist, kommen jetzt überall Mondblumen? Ah, das sieht doch mal cool aus hier. Ach, Parker ist sogar am Arbeiten. War das letztes Mal auch so, als wir was gebaut haben? Das ist ja mal geil. Aber ihn kann man jetzt wirklich sehen, wie er am Arbeiten ist. Das ist cool. Das ist wirklich mal gut gemacht. Schnappen wir uns nochmal schnell das Unkraut hier. Haben wir eigentlich... Nee, wir haben die Blumen noch gar nicht gegossen, ne? Weil wir noch gar nicht hier drin waren jetzt, weil das direkt mit der Sequenz angefangen hatte. Hä? Nein, das meinten die damit. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst. I shouldn't plant this just now, because it isn't in season. Ist das euer Ernst? Oh, das gucken wir uns gleich an. Aber wir müssen erstmal kurz in den Blumenladen rein. Warum ist die Uhr eigentlich rosa? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ändert die ihre Uhrzeit, genau. Ändert die ihre Farbe je nach, nach Jahreszeit? Die war hier oben, ne? Ja. Shelby, hast du mich gerade erschreckt? Ja, welche Blumen sind denn? Ach so, das sind jetzt die, die wir jetzt nehmen. Dann nehmen wir auf jeden Fall Sonnenblumen. Die kosten... Nein, wir können keine Sonnenblumen nehmen. Die kosten so viel. Ich habe jetzt aber auch... Oh, ist das blöd. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwas anderes... Kann ich hier was verkaufen? Könnte es Folgendes auch noch verkaufen? Ja, theoretischerweise. Ach so, da muss ich aber die Blumen selber verkaufen, oder was?
Oh, nee. Dann hätte ich die vorher... Nee, halt, stopp, bleib mal hier. Dann hätte ich die vorher... Oh, das ist ja doof. Da bin ich ja jetzt voll reingefallen. Wir nehmen jetzt erstmal die Ringelblumen. Die finde ich zwar nicht schön, aber ich habe ja jetzt im Moment kein Geld. Ist sie jetzt... Ja, sie ist am Arbeiten. Guck mal her. Können wir dir irgendwas verkaufen? Haben wir hier irgendwas? Ist das Mist? Die Blumenkohl. Genau. Blumenkohl verkaufen wir. Und zwei Bananen. So, dann haben wir zumindest wieder so ein bisschen was. Achso, halt. Stopp. Wir müssen noch Mehl wieder kaufen. Zweimal Mehl. Dann kann ich da nämlich auch wieder 200 draus machen. Je nachdem. Aber die ist ja noch was länger da. Dann können wir bei dir jetzt auf jeden Fall noch die Sonnenblumen holen. Pass auf, dann machen wir das so. So, nehmen wir davon zwei mit, weil ich möchte unbedingt zwei davon anpflanzen. So, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, aber theoretischerweise müssten sich dann ja auch die Blumen in ihrem Geschäft geändert haben, ne? Wenn das eine andere Jahreszeit ist. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich ganz cool, wie das gemacht ist. Auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, finde ich es auch doof, weil da war jetzt nur so ein Hinweis, so nach dem Motto, ja, ob ich das denn möchte und ob ich noch ausstehende Sachen habe. Aber da stand jetzt nichts davon, dass dann alles, was ich angebaut habe und so, nicht mehr drin ist. Oder die Blumen, dass das jetzt alles neu gemacht werden muss oder so. Also das finde ich schon doof. Das hätten sie explizit reinschreiben sollen, weil da bin ich jetzt voll drauf reingefallen letztendlich. Das finde ich jetzt echt blöd. So. Haben wir nur Erde, haben wir keinen Regenwurm. Das ist natürlich doof. Was können wir denn jetzt... Da können wir jetzt nur noch pflanzen. Oh, da müssten wir ja noch was Neues holen, was wir anpflanzen können. Da können wir auch gleich mal nachgucken. Ich muss auch noch die Post lesen. Ich weiß, ich weiß. Oh. Finally, a moment to myself. Now I can look at that book that, that man, Wesley, gave me. Huh. Looks like a journal. Grandma's journal. This is her handwriting. On the front flap it says, "To my dear niece, to record thoughts both mundane and magical. Vivian." Vivian was Grandma's aunt. She must have been a witch, too. Here's the first entry. Today's chores took me through the portal, where I spoke at length with the fairies. Did she write fairies? Maybe I'm misreading the writing. Or maybe there's even more to discover on this island than I realized. Auf dass der Sommer komme, Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du... Ich weiß es nicht, ein Kessel und ein Rezept oder so? Energie erhöhen Zauber. Eine Zauberformel, die deine Energieleiste dauerhaft verlängert. Dullness binds my body tightly. Awaken me and make me sprightly. Und ich kann einen Kessel bauen. Dies kann jetzt in deinen. Achso, Kessel gebaut werden. Gebraut werden, nicht gebaut werden. Aber wir müssen eben schnell die Fischstäbchen machen, bevor ich die doch noch vergesse zu machen. Jetzt haben wir keine Fische. Nein, ich dachte, wir hätten noch welche. Den können wir nicht nehmen. Was ist mit der Sardine? Auch nicht. Karpfen? Kein? Wollt ihr mich veräppeln? Okay, wir müssen noch Fische machen. Holen. Oh, das ist alles so. Kann ich doch gar nicht machen. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Was habe ich denn da eigentlich bekommen? Maisbrot, Kürbissuppe. Ich habe zweimal Fleisch bekommen. Hatte ich das schon vorher? Das war der Minenschlüssel. Ja. Aber siehst doch, ich kann das im Kessel machen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
Ein Herz für Hühner. Ach so, das müssen wir bei Parker direkt abgeben. Oh. Okay. Ja, Moment, das lese ich gleich. Ich hoffe, der ist noch da. Parker, bitte sei noch am Arbeiten. Sehr schön. Kann ich dich dabei auch ansprechen? Hallo. Hallo, Parker. Ist nicht dein Ernst jetzt. Oh. Na gut, hier oben ist noch ein großer Fisch. Nehmen wir den erstmal noch. Wir müssen auf jeden Fall... Achso, jetzt haben wir davon natürlich nichts mehr. Was war denn jetzt teurer? Die Grille oder... Ja, wahrscheinlich die Grille, ne? Wir sollten aber doch nochmal ein paar Würmer holen. Oh, yeah! Das überrascht mich ein wenig. Normalerweise kommen nicht die großen Fische am Anfang. So, große Frage. Haben wir hier oben noch große Fische oder müssen wir jetzt komplett runter? Wir müssen natürlich komplett runter. Was auch sonst. Dann lesen wir aber vorher noch mal kurz die Post, die wir hier haben. Bevor ich jetzt hier irgendwie zum Strand laufe oder so. Hier, Name des Wählers eintragen. Oh Gott. Sie sind herzlich eingeladen, am alljährlichen Sommerfest von Fairhaven teilzunehmen. Es findet bereits in einigen Wochen statt. Ich hoffe, Sie dort zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Oberbürgermeister Otto Soft. Findet in 15 Tagen statt. Okay. Ja gut, ist nicht mein Problem. Nein, aber wir müssen jetzt erstmal kurz angeln gehen. Ich wollte zwar eigentlich meine Zeit in der Mine verbringen. Wir haben aber wirklich ein ganzes Stück mehr Ausdauer hier. Das ist ja krass. Ja, jetzt komme ich einmal hier rum und jetzt haben wir hier keine Angelstelle, oder was? Weil ich muss irgendwie jetzt wieder ein bisschen Geld verdienen mit Fischstäbchen. Also. Oh, Seetang, den nehmen wir auch nochmal direkt mit. So. Ja, so viele Angelstellen sind es ja nicht. Ich denke mal, dass die Köder noch reichen. Ich habe mich auch gefragt, aber anscheinend geht das nicht. Ich glaube, das war der Große, ne? Ob die Kleinen eventuell anbeißen können und der Große dann nochmal bei dem Kleinen anbeißt. Ein neuer, so wie es aussieht, oder? Der zeigt das doch nur an, wenn er neu ist, oder? Oder zeigt er das auch an, wenn er nicht neu ist? Ich bin mir jetzt gerade... Nee, er zeigt es, glaube ich, auch an, wenn er nicht neu ist. Ich bin heute schon total verwirrt. Ich meine, meine Oma ist gestorben. Also gut, im Spiel halt. Halt, stopp. Mein üblicher Blick bei Thomas, den habe ich fast vergessen. Und das mit Hexenkraut, das kommt halt nicht immer dahin, ne? Mit ihm haben wir auch schon gesprochen. Ach so, oder war da noch eine Angelstelle? Da ist keiner. Doch, da hinten. Ah. Gut, also, nächstes Ziel, Würmer kaufen und, ja, Würmer kaufen und Fischstäbchen herstellen im Endeffekt, ne? Nein, du nicht. Oh, quick! Ja, du ja. Sehe ich gerade, der Hummer ist eklig, das wissen wir jetzt, sehe ich gerade, kann man eigentlich von hier unten auch? Nee, kann man nicht. Muss mal extra nach oben gehen. Okay. Dass da hinten jetzt doch neue drin sind, das wollte ich sagen. Dann gehen wir da nochmal eben als letztes hin. Ich würde auch gerne Bäumchen bei mir anpflanzen. Oh Mann. So, gleich halb drei. Dann würde ich sagen, dass wir danach dann nochmal neue Angelsachen, also Angelköder holen, sofern er denn da ist. Man weiß es ja wieder nicht. Und den Typen von der Ranch habe ich gar nicht gesehen, ne? Fällt mir gerade ein. Der denkt sich auch, die Oma Hazel kenne ich nicht. Ich bin erst 2-3 Tage hier. Ich gehe mal nicht auf die Beerdigung. Nee, ich wollte... Ich wollte... Ach so, habe ich schon mit ihm geredet? Nee. Hä? Ernsthaft? Wann habe ich denn mit ihm gesprochen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder war er einer der ersten, mit denen ich gesprochen habe?
Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber okay. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich die Dings machen. Ah nee, ich muss erstmal den Köder noch kaufen. Genau. Er ist da. Perfekt. Bruno. Ich brauche neue Köder. Oh, ich dachte echt, das wäre ein pro Wurm. Aber ich glaube, ich krieg nur eins pro Wurm. Na gut. Damit ich auf jeden Fall wieder was machen kann. Jetzt weiß ich gerade nicht, das Mehl war, glaube ich, 16, oder? 15. Natürlich genau eins drüber, was auch sonst. Dann würde ich sagen... Kartoffeln bringen mir am meisten, wenn ich davon jetzt eine verkaufe. Zuckerrohrsamen. Ah, da sind die Erdbeeren. Sehr geil. Aber ich kaufe jetzt erstmal nur das Mehl, damit ich dann noch mehr Geld kriege. Und da muss ich mal schauen, dass ich wirklich neue Samen von dem Geld kaufe. So, hängt er da wieder was Neues auf? Moment, er hat ein Ausrufezeichen dran. Ho there! As you may have heard, we have a little tradition every summer here in Fairhaven. Yes, the summer festival. I know. Well, you're right on top of things, aren't you? I like that in a citizen. Speaking of which, I could use some help. I was waiting for that. With my speech! The peak of summer is everyone's favorite time of year, and I want to capitalize on that goodwill. Do you think I should talk about history, unity, or the future? Eigentlich, also Zukunft kann er total wegstreichen. Das ist, ich weiß schon, was das für ein Geschwafel sein wird. Geschichte wird wahrscheinlich auch ein ziemliches Geschwafel werden bei ihm. Also bei vielen anderen könnte ich mir vorstellen, dass das was Gutes ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen über Einheit. I think you should talk about bringing the community together. Yes, that's what I'll do. Well, I better get to writing my speech. Okay, mach das. Gut, dann habe ich schon wieder alles vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte auf jeden Fall die Fischstäbchen machen. Das habe ich nicht vergessen. Ach so, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Ach nee, man kann das, glaube ich, nur wegmachen, wenn das auch markiert ist. Kann das sein? Gut, bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das generell nicht machbar ist. Ja, irgendwie ist das schon schade. Man kommt rein und Oma Häsel liegt nicht im Bett. Wieso ist da eigentlich... Wieso ist da ein Sternchen dran? Ja, komm, nimm mal den Tintenfisch. Jetzt habe ich eh nichts mehr. Bagel könnte ich verkaufen. Aber dazu brauche ich viele Sachen. Gut, da mache ich nicht wirklich viel Gewinn mit. Kann das sein? Wenn ich so darüber nachdenke. So. Dann haben wir jetzt, das habe ich gar nicht mitgezählt. Ich glaube, 300 würden wir dann gleich wieder kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Anpflanzen. Ich gehe schon mal hier runter, glaube ich, sonst verpasse ich das nachher doch noch. Also die Blumen, die haben wir schon angepflanzt. Die bleiben dann auch für die komplette Jahreszeit bestehen. Das ist okay. Das können wir gerne so lassen. So. Dann. Was nehmen wir denn da? Ach so, nee, halt, ich muss ja erstmal verkaufen, sonst kann ich ja hier gar nichts machen. Ach so, nee, ich muss ja bei der anderen verkaufen, die wahrscheinlich jetzt gar nicht da ist, oder? Nee, Moment, ist hier unten. Doch, sie ist da. Okay, perfekt. Ich habe wieder ein Denkfehler. Ach so, sie war gar nicht bei uns. I am so sorry about your grandma. She used to joke, I would have to pry her secret cookie recipe from her cold dead hands. But I thought, that's just Hazel being Hazel.
you know? It's okay. I'm fine, really. You're being so brave. She would have been very proud. Thanks. Ich hab's doch gewusst. Sie hat meine Oma auf dem Gewissen. Nur wegen dem Kuchenrezept. Nein, Scherz beiseite. Rezeptebücher wollte ich eigentlich auch noch kaufen. Gut, wir nehmen jetzt erstmal die Fischstäbchen. Dann haben wir wieder 400. Dann schauen wir aber trotzdem mal eben. Pizzabäcker, Salami, Fungi, Pizza. Ich meine, das sind halt alles so Sachen. Heiße Schokolade, Milchshakes, Schokoladenmilchshakes. Würde ich schon gerne können, aber muss ich jetzt nicht unbedingt können. Also im Moment ist es mir ehrlich gesagt am wichtigsten, da jetzt erstmal wieder was Neues einzupflanzen. Ich würde sagen, Mais, kann man das angucken? Kann ich das überhaupt? Könntest du auch noch verkaufen, ja. Mais würde mir 15 bringen. Da hätte ich 10 gewinnen. Dann Hopfen. Der bringt mir quasi fast gar nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, wenn ich von denen, ich sag mal, 5 kaufe. Dann Erdbeeren könnte ich mal 1 kaufen, weil dafür hätte ich noch ein Rezept. Und dann hole ich noch ein bisschen Mehl, damit ich dann auch noch mal ein bisschen Geld machen kann. So, ich bräuchte theoretischerweise Reis, Zucker. Die verkauft keine Schokolade, ne? Kann man die generell hier nicht kaufen? Nee, generell nicht. Aber die eine... Verkauft die eine vielleicht Schokolade? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann auf jeden Fall keine Schokolade herstellen. Ja, ich würde sagen, ich lasse das erstmal so. Ich will es jetzt nicht noch komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Ja, und da war jetzt sowieso gerade nicht so viel... Ach so, doch, Moment. Das geht ja nicht, weil ich da noch nicht hinkomme, weil der noch bei mir beschäftigt ist. Ich schaue nochmal nach, aber ich denke mal nicht, dass der jetzt da weg ist. Das finde ich aber echt blöd gemacht. Also solange er dann bei mir beschäftigt ist, was ja eigentlich was Positives ist, kann ich dann quasi nichts abgeben oder ähnliches. Das finde ich auch doof gemacht. Also dann hätte ich es ihm direkt in die Hand geben können, so nach dem Motto, hier, da sind die Sachen. Oder muss ich außen stehen, irgendwie aus dem Bereich raus? Nee. Nö, also ich stehe direkt vor ihm, aber nein, kann ich nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, dass wir die Samen hier noch eben reintun. So, das einmal die, wo wir mehr von haben. Dann einmal die Erdbeeren noch. Dann können wir in der Mitte auch nochmal die Maissamen reinmachen, würde ich sagen. So, alle nochmal schön gießen. Zack, haben wir hier eigentlich schon... Ja, hatten wir gemacht, okay. Ist auch kein Ausrufezeichen drauf, das habe ich natürlich vergessen. So, ja, dann haben wir eigentlich wirklich nicht mehr viel zu machen. Im Zirkel... Achso, im Zirkel könnten wir eventuell noch was machen. Da muss ich mal schauen... Ich habe noch so viel Energie irgendwie. Ich werde noch mal eine Menge Holz, würde ich sagen, holen. Holz und ein bisschen Steine und so. Das mache ich aber offline und werde euch dann gleich noch mal hinzuschalten, wenn ich dann noch mal schaue, ob wir dann nachts eventuell noch mal eine neue Aufgabe bekommen. Bis dann, bis gleich. So, wir sind wieder im Wald und wir schauen mal eben, ob wir mit denen was Neues besprechen können. Vielleicht kommt ja auch irgendwas wegen Oma Hesel.
It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ja, aber vielleicht auch nicht. Does every witch here just accept the fact that seasons have to get turned, like mattresses? No, not at all. It was hard for me to accept, too. What I learned is that places close to wellsprings are easily untethered from the realities of our world. For example, weather. Okay. Ah. I've been reading this journal. It belonged to Grandma, and... Oh, thank goodness! Oh, I know Hazel took the journal in for rebinding. I'm glad that it's safely back in your hands. There are entries that mention the fairies. Does Fairhaven have fairies? You still have much to learn about the magic on this island. But before I tell you more about that, you must prove that you understand us. As a coven, speak to the Farseer Witch. He will explain. Okay, sprich mit dem Wahrsager, um mehr über die Hexenidentitätsriten zu erfahren. We've lost many witches over the last few years. I thought that someday I'd get used to the ache those absences leave behind, but I never do. Your Gram wasn't a fan of our masks, but rules are rules. You've got to earn our trust before we can reveal who we really are. Unless you think you can guess my name. Rumpelstiltskin. Don't be calling the Fae Folk unless you mean it. Now, you're to complete a test. Each member of the coven will ask you for a magical item. You're to bring it to them. Sounds easy enough. During the day, in town. If you give it to the right person, we'll say so. What? But what if I give it to the wrong person? Won't Cameron freak out if I give him some magic doodad? Don't worry. Civilians can't read incantations. It just looks like a blank piece of paper to them. I'm to set you the first task. It has to do with time. Oh, time travel? How far back can I go? You're not ready for that yet, novice, but you can try pausing time for a moment to give you long enough to finish what you've got to do. It will only work while you're in the place you read the spell. Once you leave that space, time will resume its course. Here's what you need to write the spell. Come to me during the day when you've finished it. Das hört sich jetzt doppelt interessant an, ehrlich gesagt. Also theoretisch könnten wir irgendwo hingehen, zum Beispiel zu unserer Oma, und eine Zeitreise machen. Das ist krass. Fertige im Rahmen deiner Mission die Identität des Wahrsagers. Ach so, Moment. Fertige im Rahmen deiner Mission die Identität des Wahrsagers zu erfahren, eine zeitanhaltende Zauberformel an. Oder dadurch können wir herausfinden, wer die Leute sind. Das kann natürlich auch sein. Kann am Schreibtisch hergestellt werden. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Konnten wir mit ihm jetzt nochmal reden? Ja. Light follows the darkness. Remember that. Ja, dann ist diese doch sehr traurig gestartete Folge doch irgendwie noch ziemlich cool ausgegangen, muss ich sagen. Ich werde jetzt mal nach Hause laufen, um mich ins Bettchen zu legen. Hat jetzt alles sehr, 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 sehr lange gedauert in dieser Folge. Deswegen entschuldigt bitte, dass es so lange geworden ist. Aber da ist wirklich so viel, was heute reingepackt wurde. Eventuell kürze ich das Ganze auch ein bisschen, dass ihr beim Angeln, ja geangelt habe ich glaube ich vorhin, nicht so dabei seid, sondern dass das rausgeschnitten wird. Muss ich mal gucken. Ja, ich bin irgendwie immer noch total aufgeregt gerade. Ich weiß auch nicht, ich wollte das eigentlich cutten jetzt auf dem Weg zurück. Aber jetzt haben wir auch nur noch ein paar Meter. Ich glaube, das kann ich jetzt auch noch eben drin lassen. Wir können also bald die Zeit anhalten. Naja gut, kommt natürlich drauf an, wie schwierig dieser Zaubertrank jetzt ist, den wir dafür machen müssen. Ich schau mal kurz nach.
mit Schreibtisch meinen die wahrscheinlich das hier, ne? Genau. Temposchub sauber, den haben wir auch noch nicht gemacht. Kleine Dinge anziehen. Beim Herstellen erfordert Magie. Diese Leiste zeigt deine aktuelle Magiemenge und wie viel verbraucht wird. Du kannst deine Magie bei der Quelle wiederherstellen. Das Holz, Steine, Muscheln und andere kleine Objekte in der Nähe direkt in deine Tasche springen. Hält ein paar Tage an. Oh, das ist ganz cool. Okay. Hast du es eilig, lies diese Zauberformel, um deinen Schritten mehr Schwung zu geben. Hält ein paar Tage an. Das wäre auch mal ganz cool, muss ich sagen. Jetzt haben wir leider keine Tintenfische mehr. Die brauchen wir aber auch hierfür. Diese Zauberformel hält die Zeit an, bis du den aktuellen Bereich verlässt. Keine Sorge, nicht magische Zivilisten merken nichts davon. Das heißt, ich muss Papier herstellen und den Tintenfisch, den ich natürlich gerade erst... Moment, muss ich Papier nicht hier herstellen? Ach nee, Moment, oben ist das, genau. Den Tintenfisch, den ich natürlich gerade erst in Fischstäbchen verwandelt habe, den müsste ich dann nochmal... Ja... Finden nicht. Ja, finden auch. Aber nochmal... Ne, hier, das war die Presse, genau. Ich mach mal zwei, dann habe ich immer mal so eins im Petto. Vor allen Dingen... Ach so, ja, ich brauche ja... Ich muss das ja auch den Leuten irgendwie geben, ne? Ich mach mal... Ich mach nochmal zwei. Ich meine, Holz ist ja eigentlich schnell. Können wir hier nochmal eben gucken. Was brauchen wir denn hier? Wein? Trauben haben wir nicht. Okay. Das haben wir auch nicht. Das hätten wir aber anbauen können. Na toll. Äpfel können wir immer noch nicht machen. Und Milch, das kommt dann später. Okay, also dann hätten wir doch Hopfen holen sollen, damit wir da was machen können. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin gerade wahnsinnig aufgeregt irgendwie. Ich gehe jetzt hier ins Bettchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich freue mich schon wie dolle drauf im Moment. Bis dann. Ciao. Is it time for bed?